Moin! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Play LS17. Ja, wie ihr erahnen könnt, wir stehen hier am Ausgangspunkt. Das heißt, eine neue Aufnahmesession startet. Das heißt für uns auch, wir müssen unsere Fahrzeuge wieder auf den Weg bringen. Und alles seinen Gang gehen lassen. Der fährt jetzt wahrscheinlich erstmal gegen Baum. Ne, doch nicht. Erstmal alles seinen sozialistischen Gang gehen. Wir sind hier auf Feld 2. Das ist ja auch so ein bisschen nervig, dass ich das hier immer noch einstellen muss. So. Ja, um den kümmern wir uns dann. Achso, der wartet hier immer noch darauf, dass das Feld erntereif wird. Feld 107. Na, die können auch noch nichts machen. Der auch noch nicht. Ist auf Feld 21. Mein Gott, haben wir viele Fahrzeuge hier am Start heute. Ja, unfassbar. So, da sind wir wieder am Anfang. Ja. Der muss eigentlich... Feld 9 suchen. Der muss eigentlich auf Feld 4 suchen. Ja, da gab es ja jetzt vor... wie lange ist denn das jetzt schon her? Am 3. Oktober, genau. Am 3. Oktober gab es Kommentare dazu. Ja, man würde ja bei mir immer die Drescher so... Oder ich würde die ja immer so rumfahren lassen, dass die Abfahrer durch die Frucht fahren müssen und so... ja, da möchte ich nochmal zur Stellung nehmen. Das habe ich auch schon im Kommentar getan. Das ist das erste Mal, dass ich das hier gemacht habe. Dass ich den mal, den Drescher so rumfahren lasse. Und zwar nur, weil ich was ausprobieren wollte, weil er... Normalerweise macht mir der Abfahrer hier immer Probleme, wenn er den Drescher beim ersten Vorgewende abtanken möchte, weil einfach zu wenig Platz ist. Ich werde da Maßnahmen ergreifen. Ich werde das Feld einfach an den neuralgischen Punkten ein bisschen verkleinern mit der Bodenveränderungswalze und fertig. Aber es ist also bei mir durchaus nicht so üblich, dass ich immer so fahre, dass die Drescher durch die Frucht, dass die Abfahrer durch die Frucht fahren müssen. Wenn die Bahnen gefahren werden, ist es natürlich so, dass es manchmal nicht zu verhindern ist. Ja, also wenn ich die normalen Bahnen fahre, aber beim Vorgewende versuche ich da immer drauf zu achten, dass das nicht passiert. Das nur mal zu meiner Verteidigung gesagt. So, das ruckelt hier ein bisschen. Ich habe keine Ahnung warum. Und wir gucken mal, was ist denn hier noch so zu tun? Wieso ruckelt das denn im Moment immer? Also ich meine, ich spiele ja nicht auf einem Server oder so. Ich spiele hier. Ja, allein da ist es natürlich schon dämlich, dass das so passiert. Wie gesagt, das war ein Test. Test hat nicht so ganz funktioniert. Feld 21, der ist voll, aber der Abfahrer ist gerade auf dem Weg Richtung Hof. Na, dann fangen wir doch mal hier an. Und ernten Rüben weiter.
Nützt ja nichts. Muss ja auch getan werden. Das Feld dann auch bald mal leer ist, mal abgeerntet ist. Und wir dann schön weitermachen können. Da kommt schon mein Abfahrer. Ist ja unglaublich. Was will der denn schon hier? Der ist aber früh eingestellt. In der Tat macht es manchmal Sinn, übrigens ein Vorgewende entgegen dem Uhrzeigersinn fahren zu lassen. Zum Beispiel an Deichen, aber auch da werde ich beigehen und werde mir die Felder verkleinern. Überall, wo es so Probleme geben kann, das wird heißen, ich muss ganz viele Felder verkleinern. Ganz viele, weil es immer wieder Probleme gibt mit Vorgewänden. Also hier zum Beispiel auch, da muss ich oben mindestens eine Bahn schmaler machen. Das wird also mit Sicherheit die ein oder andere Folge in Anspruch nehmen, das zu realisieren. Aber dann ist das so, ne? Hier zum Beispiel gibt es auch immer Probleme, dass ich muss die Feldgrenzen verändern. Das heißt, ich muss dann auch alles neue Kurse berechnen. Fast alles. Außer die Abfahrerkurse, aber alles dreschen. Ja, dreschen, ernten, muss alles neu gemacht werden. Ist die Frage, komme ich da überhaupt noch zu? Vor LS19. Aber mal gucken. Vor dem 20. November. Wir schauen mal. Ja, im Moment spielt ja alles irgendwie. Sag jetzt mal nicht zu viel. Aber irgendwie läuft's. 6 Millionen. Na, so viel hätte ich gerne im Match gegen Experience. Dienstags, Donnerstag, Samstags. 16 Uhr, wisst ihr Bescheid, ne? Ihr guckt ja auch immer fleißig. Und guckt gerne auch beim Experience vorbei. Spioniert ein bisschen für mich. Schreibt mir dann, was er macht. Wie weit er ist. Aber erzählt nichts von mir. Bitte, bitte, bitte. Nein, alles gut. Er guckt meine Folgen ja auch von unseren Matches. Und ich gucke seine auch. Also, ne, da brauche ich ja gar nicht irgendwie... Bleibt er denn da? Ja, können wir die Bahn noch zu Ende fahren? Ja, können wir noch locker zu Ende fahren.
Mein Lexion steckt im Verkehr fest. Muss ich gleich erstmal gucken, welcher das ist. Manchmal behiebt sich sowas ja auch von alleine. Aber heute nicht, also gucken wir mal, was geht. Deren Ernst, ne? Was ist das? Steht sie doch auch im Weg, oder? Naja, sehen wir ja gleich. Wir switchen mal wieder rüber zu unserem Rübenernter. Schön. Keine freie Kapazität mehr für Weizen. Oh Mist. Mist, Mist, Mist. Was machen wir denn da? Ganz erstmal ignorieren wir das, würde ich sagen. Erstmal ignorieren wir und sehen dann zu, wie wir das machen. Wohin wir das auslagern oder ob wir es verkaufen. Wir haben noch so viel Weizen, oder? Das alles hin. Was kriege ich denn wo für Weizen? Wieso hakt der denn heute? Gibt's doch nicht. Weizen beim Depot. Ich glaube, da muss ich dann erstmal einen. Was war das bei der Holzindustrie? Ist klar. Dann muss ich erstmal gucken, was er hier für Probleme hat. Ich weiß. Wo haben wir ihn denn? Jetzt muss er erstmal einen Kurs einfahren. So. So, im Sinne eines guten Managements unserer Cosplay-Kurse fahren wir auch so rum ab. Aber ihr habt gehört, die Zeit ist rum. Ich danke euch fürs Zuschauen. Nächste Folge, ja, kommt dann wie gehabt. Und ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen, für die Abos, für die Likes, Kommentare. Immer gerne her damit. Und sage dann mal ciao.